Hallo, heute gibt es ein paar Tipps und vielleicht auch sogar Tricks zum Fotografieren im Wald. Ich sitze hier gerade auf einer Lichtung und habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie allgemein so Fotos im Wald entstehen und ja, welche Infos dir vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen könnten. Ein paar Ausrüstungssachen, ein paar Tipps, ein paar ja, Technikdinge und so weiter. Du kannst mitnehmen Gummistiefel. Es klingt blöd, ist aber so. Und zwar gerade an kleinen Bächen und kleinen Tümpeln ist es doch sehr interessant, wenn man im Wasser steht und nicht daneben und aus dem Wasser heraus fotografiert. Ein kleiner, vielleicht sogar auch rechtlicher Tipp, beachte auch das Feuerverbot in Wäldern. Gerade im Sommer, wenn es lange nicht geregnet hat, wird oft gerne von BH oder vom Magistrat ausgeschrieben, ein allgemeines Feuerverbot. Und das betrifft bitte auch die Raucher. Ja? Achtet hier wirklich darauf, dass ihr keinen Waldbrand erzeugt. Der Boden ist wirklich sehr trocken, das Laub und so weiter. Es kann sehr schnell zu brennen beginnen. Viele rasen eigentlich mehr durch den Wald, anstatt sie sich eigentlich Zeit nehmen, den Wald wirklich zu beobachten. Wähle einfach ein Plätzchen, so wie hier eine kleine Lichtung. Setz dich einfach mal hin und warte ein paar Minuten. Natürlich mit der Kamera in der Hand. Es kommen hier immer wieder Hummeln vorbei, Bienen, man entdeckt auch vielleicht einen kleinen Ameisenhaufen. Vögel hört man im Hintergrund, mit einem Teleobjektiv kann man vielleicht auch hier ein oder zwei Motive einfangen. Und vielleicht entdeckt man auch Sachen, die man beim schnellen Vorbeilaufen nicht so direkt gemerkt hat. Es gibt auch ein paar Tiere im Wald, die du nicht fotografieren möchtest oder, naja, nicht vielleicht unbedingt geplant hast zu fotografieren. Und zwar, das sind Gelsen. Die sind sehr lästig und mit der Zeit auch sehr schmerzhaft. Nimm vielleicht auch ein Gelsenmittel mit oder beachte vor allem auch Folgendes beim Duschen, welches Duschgel du verwendest. Gerade so Duschgels mit Frucht und was auch immer, was es hier gibt mit den Geruchsstoffen. Hier kann sein, dass du mehr Gelsen anziehst, als dir eigentlich lieb ist. Nimm verschiedene Kleidung mit. Jetzt ist es angenehm warm, es ist Frühling, es ist okay. Im Sommer ist es noch wärmer. Es kann aber durchaus auch sein, dass es mal kühler wird im Wald oder einfach kühler ist im Wald. Ja. Es kann ja sein, dass es draußen Sonne im Schwimmbad 30 Grad und mehr hat. Im Wald durchaus ja, deutlich kühler wird und auch unangenehm kühler wird. Ja. Vor allem auch, wenn du hier länger irgendwo verweilst und ein Motiv einzufangen versuchst. T-Shirt, eine Jacke, einen Windstopper oder irgendwas ist immer sehr hilfreich. Es kann auch sein im Sommer, dass das Wetter sehr schnell umschlägt und wenn du nach oben blickst im Wald, du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und leider auch nicht das Wetter um dich rundherum. Warme Kleidung immer zu empfehlen. Zur Kleidung ist auch zu sagen, dieser Tipp hat mir zum Glück einmal ein Jäger gegeben, wer vorhat, Wildtiere zu fotografieren oder zu filmen oder was auch immer, bitte vermeidet die Farbe Blau. Das betrifft Jeans, Pullover, T-Shirts und so weiter. Ich habe mich immer gewundert, warum ich an gewissen Tagen sehr viele Tiere erwischt habe und an manchen Tagen nichts. Tja, es liegt meistens eigentlich an der Farbe Blau, Warnfarbe Blau. Und natürlich auch an dir, ob du jetzt da laut bist, ob du, keine Ahnung, einen Radio mit hast, um dich selbst zu unterhalten. Versuch einfach leise zu sein, dich ruhig zu verhalten, abzuwarten und, naja, nicht zu leuchten im Wald. Ja? Viele Details befinden sich am Boden. Das ist hier der Waldboden, hier ist sehr viel Laub und so weiter. Wenn du schnell vorbeigehst, wirst du sehr wenig bis gar nichts entdecken. Achte vor allem auf alte Baumstämme, auf Blätter, die sich bewegen, einfach auf deine Umgebung und die Natur. Du wirst merken, einfach sitzen bleiben und mal eine halbe Stunde einfach mal sitzen bleiben, abgesehen davon, dass es sehr entspannend ist. Du wirst viel mehr entdecken, als du auf den ersten Moment glaubst. Abgesehen vom Waldboden befinden sich auch viele Sachen oben. Natürlich viele Vögel, man hört sie auch im Hintergrund. Probier hier auch mal vielleicht ein paar Fotos nach oben zu machen oder auch mal nach oben zu filmen. Du wirst sehen, durch die Bäume ergeben sich ganz tolle Motive. Hier eignet sich auch ein Fischei sehr gut, also ein extrem weitwinkeliges Objektiv. Sieh einfach mal selbst, der Effekt ist ganz gut, wenn die Bäume einfach über einen zusammenwachsen. HDR kommt im Wald immer gut.
Abgesehen davon, dass hier im Wald, wenn etwas weniger Bäume sind, der Kontrastumfang extrem hoch ist, das heißt, der Waldboden ist dunkel, durch die Bäume scheint etwas Licht und oben vielleicht auch noch etwas Himmel. Das wirst du meistens mit einem Foto und schon gar nicht ohne Bildbearbeitung wirklich alles so ins Bild bekommen, wie du gerne möchtest. HDR ist hier wirklich eine gute Möglichkeit. Natürlich passend zum HDR, nimm auch ein Stativ mit. Ohne Stativ gehe ich eigentlich nie in den Wald. Es kann sein, ein Dreibeinstativ, wenn ich nur ein Bein ausfahre, dann dient es mir ein und für sich als Wanderstock. Und natürlich gerade bei Böschungen und so weiter, du bist flexibler. Und auch bei Makroaufnahmen, ohne Stativ geht ja einfach gar nichts. Welche Brennweite kannst du mitnehmen? Von den Objektiven her, ja, gerade im Waldfotografieren oder bei Natur- und Landschaftsaufnahmen, von ganz kurz bis ganz lang, einfach alles einpacken. Es kann hier sein, Weitwinkelobjektiv für tolle Lichtungen, für eben schon erwähnt Blick nach oben und so weiter. Es kann hier sein Makroobjektiv, wenn du hier wirklich Blumen und Tiere und Mücken und Hummeln und was auch immer fotografieren möchtest. Zoomobjektiv auch sehr interessant, um ein Motiv aus verschiedensten Abständen betrachten zu können. Und ein Teleobjektiv, ich sag mal so ab 200 mm Brennweite, ist auch ganz gut. Vor allem wenn es um Vögel und Wildtiere geht, beziehungsweise es kann auch sein, wenn verschiedene Schluchten oder Täler irgendwo sind, um einfach auf die andere Seite fotografieren zu können. Ganz gern habe ich auch noch mit einen Aufsteckblitz, den brauche ich zwar ganz selten, gerade im Makrobereich ist es aber toll, hier etwas mehr Licht vorne auf das Motiv zu bekommen, beziehungsweise kannst du auch probieren, diesen Aufsteckblitz mal nicht so wie die meisten einfach zum Anleuchten und brutal ausleuchten nehmen, sondern den Aufstiegblitz auch als Aufheller verwenden. Es kommt dir ganz gut, wenn du ein paar Bäume hast im Vordergrund und Moos, diese leicht mit dem Blitz aufhältst und dann eben den Hintergrund an Lichtstimmung mit einfängst. Ein kleiner Reflektor ist auch ganz toll, den habe ich leider im Video vergessen, ich packe meinen Kamerarucksack oder was ich im Kamerarucksack alles drinnen habe. Es gibt ja ein kleines Helferchen, welches auch immer mit im Rucksack ist. Und zwar, das ist ein kleiner 2-in-1 30 cm Reflektor. Einer Seite Silber, eine Seite Gold. Und das reicht oft, um Kleinigkeiten wirklich ein bisschen aufzuhellen. Dieser Reflektor ist eigentlich wirklich immer mit dabei und ist wirklich so klein, dass man ihn wunderbar auch in die Hosentasche geben kann, ohne dass er wirklich Platz wegnimmt. Tolle Motive sind auf jeden Fall auch Lichtungen. Lichtungen, wie der Name auch schon sagt, wahrscheinlich kommt er nicht davon, an Lichtungen gibt es mehr Licht. Fotografie ist ja das Einfangen von Licht und je mehr Licht vorhanden ist, umso besser ist es. Naja, nicht immer, aber ausreichend Licht zu finden ist im Wald wirklich schwer und ja, leider nicht immer möglich. Hierfür sind Lichtungen wunderbar. Gerade in der Früh, in der Dämmerung oder wenn Nebel ist, kommen hier die Lichtstrahlen von der Seite oder von oben rein. Und hier findest du einfach tolle Motive, die du einfangen kannst. Und wenn du Glück hast, findest du vielleicht auch ein paar Rehe oder sonstiges. Zum Abschluss gibt es noch zu sagen, wenn du dich im Wald befindest, bitte verhalte dich auch den Umständen entsprechend. Ja? Ein Wald ist keine Mülldeponie, hier geht es nicht darum, alles niederzutrampeln und alles auszureißen und nur wenn dir ein Blümchen gefällt, mitzunehmen. Respektiere die Natur und nimm deinen Müll bitte auch wieder mit. Ja? In diesem Sinne, bleib kreativ, bis zum nächsten Mal. Ciao!